Schilde zu entfernen und Tag auch hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Battleborn. Und zwar heute als der liebe Pendels. Ja. Genau, wir spielen den neuen Battleborn-Helden, der ja quasi mehr oder weniger vor ein paar Tagen mittlerweile schon dazugekommen ist. Ja, wir sind quasi ein Stealthy Assassin. Wir werden versuchen, hinter den Gegnern herumzulungern und sie in einem Moment der Unachtsamkeit auszuschalten. Wir sind, soweit ich es überblicken kann, glaube ich, im getarnten Modus der schnellste Held in Battleborn. Also solange wir getarnt sind, sind wir halt sehr schnell. Dafür sind wir, wenn wir hier nachher also quasi wieder sichtbar sind, sind wir dafür halt eben sehr relativ langsam. Also ziemlich langsam sogar. Also man kann vor ihm weglaufen. Ja, wir haben gerade den gegnerischen Pendels gesehen. Also man ist nicht komplett unsichtbar. Man hat immer noch seine Schemen. Deshalb. Eieiei. Sehr schön. Der entkommt uns nicht. Da haben wir auch direkt mal den ersten Kill gemacht. Genau, wir haben halt mit unserer E haben wir so ein Schlag, der halt besonders viel Schaden macht. Mit unserer Q werfen wir halt so eine Bombe, die ein kleines bisschen Flächenschaden macht, aber vor allem halt uns unsichtbar macht. Das ist das Wichtigste. Ja, der Foxtrot von denen hat uns auch gesehen. Oh, das Schild von Galilea liegt hier. Haben die Gegner auch einen Galilea? Nee, haben sie nicht. Hey, die Gegner haben jetzt nicht wirklich eine gute Kombination. So. Jetzt haben wir das auch mal. Schild aufladen. Sehr schön, Schild ist voll. Mal sehen, ob wir hier irgendwie hinter die Gegner kommen. So ein Marquis von hinten ist meistens ein sehr dankbarer... Wow. Und er merkt nicht mal, dass ich hinter ihm stehe. Jetzt haben wir aber... Okay. Sehr schön. Sind dem Wächter auch entkommen? So, jetzt können wir machen, dass unsere Rauchbombe auch blendet. Eine Sekunde, aber naja, immerhin. Wir werden das noch nicht direkt machen. Wir werden mich warten. Und werden das, die Abklingzeit uns holen. So. Dann holen wir uns mal hier das ganze Geld. Haben ein Söldnerlager angegriffen. Oh, nein! Schade. Schade, da sind wir, glaube ich, in einem von unseren Minions. Ich habe gerade hier ein Pendels gesehen. Ich habe hier doch gerade irgendwo einen Schemen langhuschen sehen. Oder? Ne, da ist er. Er hat uns gesehen. Nein! Oh Gott, wir haben beide, unsere E daneben gehauen. Ich wollte gerade schon sagen, so ein Idiot hat seine E daneben gehauen und dann habe ich meine auch daneben gehauen. Der müsste es jetzt hier rechts, hier ist er. Ach, lass mich mal in Ruhe. Wir werden hier ein bisschen warten, gucken, dass er quasi ankommt und ihn dann überraschen. Siehst du? Ich wusste doch, dass er hier irgendwann hinkommen wird. Ist unsere Galilea leider gestorben jetzt. Moment. Du bist böse. Ja. Übrigens, Fun Fact, hat er hier seine zwei Karmas, wie sie heißen. Und das Ding in der linken Hand, glaube ich, dieser Vogelschädel, das ist der Schädel des ehemaligen Kommandanten von Benedikt. Also, ja. Witzig zu wissen, das ist halt ein Teil von seiner Lore. Tja, so. Ah, haben wir hier ein bisschen lang genug beschäftigt. Der Boss? Sehr schön. Ich frage mich, was meint ihr denn gerade mit, ist der Boss? Meint ihr der mit uns oder meint ihr der mit Cleese? Ich meine, wer sollten da, also, ich würde jetzt sagen, mit Boss meint Shane vielleicht irgendein Boss der Abtrünnigen, aber ist das nicht immer noch Rayner?
Oder hat sich da mittlerweile was getan? Hm, ja, hier nehme ich bei 3 Lebensraub lieber. Hei. Bin ich einfach auch an ihm vorbeigelaufen. Komm, den kriegen wir noch. Sehr schön. Dann nehme ich lieber den Lebensraub, weil ich muss persönlich sagen, habe ich das Gefühl, ja, dieses Schaden von hinten ist halt, muss halt erstmal hinter den Battleborn kommen. Und wenn der ein bisschen aufpasst, muss er sich halt einfach nur zu Schlägen ziehen, er merkt, oh, ich krieg von hinten Schaden, dreht sich um und schon ist der Bonus weg. Halt dieses, während halt das, der Lebensraub halt immer funktioniert. Da hat uns der Whisky. Der kann uns auch ein bisschen, gefährlich werden auf jeden Fall. Weil der, glaube ich, mit seinem Scope Leute enttarnen kann oder so. Aber auf jeden Fall kann er uns mit seinen Haftminen kann uns, glaube ich, verlangsamen, wenn die an uns dran heften. Wo ist er hin? Ich habe doch gerade Pendels gesehen. Da hinten läuft er. Na? Ach Gott. Ja, ich dachte, er käme auf mich mehr zu. Ja, genau, mit Rechtsklick, ja, habe ich schon gesagt, keine Ahnung, mein Rechtsklick ist halt dieser, dass der so einen Wurfstern wirft. Super unnötig. Also abgesehen davon, wenn kann im letzten Moment, also der Gegner ist quasi fast tot und rennt vor dir in einer geraden Linie weg. Dann kann man sagen, dann ist es vielleicht sinnvoll. Weil ansonsten ist es echt, der macht halt wenig Schaden, ist langsam. Ja, also wirklich denkbar ungeeignet, um ordentlich damit zu kämpfen. Okay, ich sehe, wir schlagen uns gar nicht mal so schlecht. Ei. Was kämpft hier? Warte, wir gehen. Wir nehmen den Umweg. So. Wer steht hinten und ist alleine? Zum Beispiel du hier. Ah, sehr schön. Da haben wir die platt gemacht. So, hier mehr Schaden für Insektion. Injektion ist echt, quasi, das benutzt man, um den Gegner zu töten, vor allem. Also ich jedenfalls. So, sehr schön. Haben wir hier ein legendäres auch. Habe ich mir geholt für mehr Skillschaden, damit auch unsere Injektion noch mehr Schaden macht. Also ich gehe halt vor allem auf Injektion, ja, und Rauchbomben halt nur halt zur Abklingzeit, damit wir quasi schneller. Ist halt quasi wichtig, man braucht auf jeden Fall seine Rauchbomben, um aus dem Fight rauszukommen. Also, wir haben 2 Möglichkeiten, einen Kampf als Pendel zu beenden. Entweder man tötet alle Feinde, oder bevor man selber stirbt, oder man zündet halt die Rauchbombe. Weil weglaufen ist unmöglich. Man hat zu wenig Leben, als dass man Feuer aushalten könnte. Und man ist zu langsam, um wirklich schnell weglaufen zu können. Gut, das Schlaggeschütz ist dann auch Geschichte. So, es ist halt eine Injektion, damit machen wir halt alles langsam, wir machen viel Schaden. Das ist wirklich wichtig. Das ist, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine der Sachen ist, die als erstes genervt werden wird von ihm. Weil die kann man nachher echt häufig einsetzen, sie macht sehr viel Schaden und der Slow-Effekt ist auch ein ziemlich starker. Deshalb, man kann ja gesehen, also wenn man so einen Fernkämpfer, so einen Oscar Mike, Foxtrot oder Marquis von hinten erwischt mit der Injektion und die halt schon ein bisschen gelevelt ist, dann ist er ziemlich tot. Ja, weil er ist langsam, hat viel Schaden und ist insgesamt ziemlich tot. Es sei denn natürlich, also solange er vorausgesetzt ist, dass er alleine ist. Also, man sollte immer versuchen, sich einzelne Feinde rauszusuchen, die irgendwie isoliert sind oder halt aus anderen Gründen nicht auf die Hilfe ihrer Gruppe vertrauen können. Zum Beispiel, wenn die Gruppe abgelenkt ist oder nicht so gut ist. Das geht natürlich auch. Ungünstig. Ja, da wäre ich eh nicht schnell genug hingekommen. Da hat er uns, Mist, da haben wir nicht ganz richtig aufgepasst, hat er uns das leibeigenen Camp gestohlen. Uiuiui. Nein, wo ist er hin? Ah.
Irgendwie haben wir daneben geinjiziert. Ja. Da haben wir leider zu spät. So. Naja. Den kriegen wir nicht mehr. Beziehungsweise wäre in keinem Verhältnis. Ich hoffe, die folgen uns nicht. Doch, sie folgen uns. Dann müssen wir jetzt vor allem... Eieiei. Naja, okay. Sie hauen ab. Oh, wir sind Level up. Da. Sehr schön, jetzt haben wir sie. Komm hier. Leckt's gerade? Eieiei, eieiei. Ich will hier weg, ich will hier weg. Hilfe, 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 Hilfe. Puh. Ja, wir gehen mal ganz kurz zurück zur Basis. Puh. Läuft gar nicht mal so schlecht. 9 Kills, kein einziger Tod. Das sage ich noch nie als Pendelson. Kein einziger Tod. Muss ich sagen, bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich. Also, muss man auch mal sagen, ne? Verbündete greifen ein leibeigenes Söldnerlager an. Oh, ich glaube, da haben wir nicht getroffen. Das war nicht so gut. Naja. Hier würde jetzt diese 25% wären zwar nicht ganz nett, aber halt gegen Spieler habe ich die Erfahrung gemacht, dass meistens, also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist auch das einfach total verbuggt und es ist total OP, weil quasi man immer von hinten angreift. Das kann sein, dafür bin ich nicht genug in den Zahlen drin. Aber naja, ich habe dann meistens lieber den Lebensraub halt. Ziehe ich dem Bonusschaden von hinten zu und vor. Ei, ei. Nein, er entkommt. Er entkommt. Wo ist er hin? Naja, dann machen wir hier einfach Schaden. So. Einfach mal Schaden machen. Ja, man sieht ja schon, die Injektion ist super schnell wieder da. Das geht nachher noch schneller, wenn wir quasi pro Treffer nachher die Abklingzeit halt verkürzen können. Um 0,5 Sekunden. Ich glaube Level 8 oder so ist das. Nee, Level 9. Level 9. Dann machen wir pro Treffer mit unseren Nahkampfwaffen minus 0,5 Sekunden. Das heißt, 20 Treffer. Ja, ein bisschen weniger, sagen wir mal. 15 Treffer oder so, keine Ahnung. Schon noch ein bisschen weniger. 12 Treffer, egal. Halt nach einer gewissen Anzahl. Man hat sehr schnell halt die, das Ding wieder voll. Na los, versuch doch mich zu finden. Sehr schön. Haben wir schon mal alles sehr, sehr schnell gemacht. Ich hab ihn doch gerade hier gesehen, der ist doch gerade irgendwo hier lang gelaufen. Ist er da in dem Klies hinterher? Da ist er. Da war er. Sehr schön, sehr schön. So, machen wir uns hier mal die Splitter noch. So, bevor irgendjemand anderes sich die holt. Ich meine, das wollen wir noch nicht. So, tarnen. Das Schockgeschütz verbessern. Super, ist auch wieder, hat's auch wieder volles Leben. Das gefällt uns so. Dann gehen wir mal hier über die Seitenroute. Mal sehen, was haben wir denn da? Feinde haben ein Söldnerlager angegriffen. Ich weiß nicht, irgendwo ist hier so ein Ding. Ich glaube, dass der Verlangsamer durch die Wand durch einen da. Verlangsamt. Ich weiß gar nicht, ob das normalerweise geht oder ob das immer so ist. Feinde greifen ein Söldner. Ah, sehr schön. Ein bisschen. Hier ist der andere Pendels. Ah, da, guck mal. Also man sieht ihn, man kann ihn wirklich, man kann ihn sehen. Es ist kein Teufelswerk. Naja.
Hier gehen wir lieber. Mit dem Wächterbeschuss ist unschön. Langsam sollte man niemals werden. Das ist nichts, was erwünschenswert wäre. So. Komm hier. Komm hier. Alles platt machen. Ah, da war gerade der Pendels. Ich muss hier mal ganz kurz weg. Ihr seht mich nicht. Schadensreflexion, ja. Gerade wenn wir gegen anderen Pendels und so kämpfen, wunderbar. Eieiei. Oioioi. Ich bin unsichtbar, ihr seht mich nicht. Auch wenn man mit der Miasma-Wolke echt leicht zu ordnen ist. Also damit kann man sich auf jeden Fall nicht anschleichen. So viel ist schon mal klar. Komm, nehmen wir das ja auch noch schnell mit. Dann geht's zurück in die Basis. Wir haben einige Teamkameraden verloren. Ne, wir werden nicht gestört. Sehr schön. Ah, jetzt wird unser Wächter an die Hilfe. Das finden wir nicht toll. Wir sollten vielleicht lieber erst den Wächter verteidigen. Obwohl, ist verteidigt. Ja, das schafft sie schon. Ich vertraue ihr da. So. So, und schnell wieder weg, bevor hier noch irgendwas ist Unheil passiert. Sehr schön, Klees kann mittlerweile auch heilen. Hm, wurden wir da kurz enttarnt? Hm. Ich glaube, also was echt gut ist gegen Pendels, ist wie heißt es? Amra. Amra mit ihren, mit den, Sunspots, die ja auch, kann sie ja darauf verbessern, dass die einen entdecken. Das ist echt nervig als Pendels, weil dann sind halt überall da, wo die Feinde sind, sind halt überall diese Sunspots. Und man wird halt überall, man kann sich quasi nicht ordentlich anschleichen, ohne enttarnt zu werden. Ja, vielleicht hätte ich mich lieber zurückporten sollen, aber naja, egal. Passt schon. So. Dich erledigen wir auch noch. Und dich auch. Aua. Oh, wo ist sie hin? Ich sehe sie nicht. Ich habe Angst. Nein! Ich will hier weg. Hilfe! Lass mich hier durch. Hilfe, ich will nicht sterben. Eieiei. Okay. Whatever. Sehr schön. Und jetzt schnell wieder raus. Nein, oh. Ah, Sieg. Sehr schön, haben da aufgegeben. Passiert in letzter Zeit häufiger. Naja, ich habe noch keine Chance. Also ich meine, gegen uns, also vor allem gegen mich. Aber naja, sagen wir, das Team hat auch geholfen. Nee, war gut. Unser Team war gut. Wir waren echt nicht schlecht. Sind wir gestorben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind gestorben doch, oder? Ich glaube, wir sind einmal gestorben oder so. Naja, es war sehr schön. Moment, können wir gucken. Statistiken. Nee, wir sind kein einziges Mal gestorben. 13 Kills, keine Tode. 28 Punkte. Das war doch mal ein richtig schönes Match. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit wem auch immer. Vielleicht Marquis, dem hat jetzt letzter Zeit wieder viel gespielt. So einer meiner Lieblingscharaktere. Vielleicht Galilea habe ich jetzt auch angefangen zu spielen. Mal gucken. Oder Boldur. Boldur habe ich auch gespielt. Moment, nee, Boldur war das letzte Video. Ja, stimmt. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.